ging es um die höchsten Berge, dann würde Sylt in einer Rangliste der Länder, wäre Sylt denn ein Land, nicht auf dem letzten Platz stehen, sondern auf Rang 224. Immerhin vor den Malediven oder den Kaimaninseln. Das haben wir der Uwe-Düne zu verdanken. Sie liegt nur einen Kilometer westlich von Kampen. Sie scheint nicht hoch zu sein. Eine Düne wie jeder andere. Doch je näher man kommt, hier ist die Blickrichtung entscheidend, desto größer wirkt sie. Ihr Namensgeber ist übrigens der Freiheitskämpfer und Freigeist Uwe Jens Lornsen. Pünktlich zum Jahresanfang taucht auch immer wieder das Thema Fit ins neue Jahr auf. Die 109 Stufen starren einen grimmig an und jagen die Herzfrequenz schon beim Nachdenken über den Aufstieg nach oben. Rund 52 Meter sind es bis zur Spitze. Gefühlt anstrengender als den Ben Nevis zu besteigen, der immerhin der höchste Berg in Schottland ist. Oben angekommen versteht man, warum Sylt von vielen internationalen Magazinen immer wieder zu einem der schönsten Plätze der Welt gewählt wird. Der Blick nach Süden in den durch den Seenebel diffus erscheinenden Horizont wirkt surreal. Bis in die Inselmitte kann man schauen, im Osten das Festland, im Westen die Weite der Nordsee. Fernsicht bis nach Dänemark, die Plattform lädt zum Verweilen ein, im Winter zieht ein kühler Wind über einen hinweg, oder soll man sagen, durch einen hindurch? Im Sommer kann man den Fernblick fernab der vielen Sommergäste genießen. Und hinunter geht es dann wesentlich einfacher. Sogar ein paar Bänke sind aufgestellt, um den nicht so konditionsstarken Gästen eine Pause zu gönnen. Alternativ wenden wir uns dem letzten Platz der Weltrangliste zu. Das wären dann die Malediven mit 3 Metern maximaler Erhebung. Aber warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Abonniert unseren YouTube-Kanal oder schaut uns über Kabel oder Zattoo im TV.